Weltmeister Jens Spieler aus Hamburg. Ja, Herr Schneeber hat sich nicht nehmen lassen, in der Elite auch angemalt zu starten, dann am Sieg in Kaltenkirchen, also auch in der Elite-Klasse, nicht immer mit beim Siebenstab, wo hin und wieder auch in der Elite-Klasse noch an den Start geht, der Weltmeister und Deutsche Meister, Ex-Nationalfahrer. Ja, wir haben mit unseren Ladies. Schatzmeister Wolfgang Stetje ist schon bereit. Pokal hier gibt es auch. Haben wir dann unsere drei Felix da? Johanna Müller, Jessica Lambrach und Lida Schauf. Bitte gibt es zur Siegerehrung unsere Jugendfahrer. Simon Hahn Larsen, Marco König und Rico Teile. Wenig zur Siegerehrung, bitte. Jessica und Lisa. Ja, schön, wie geht's? Gut aus. Und Lars Gottmann. Schön, bitte. Schön, bitte. Schön, bitte. Schön, bitte. Jessica und Lisa bitte zur Siegerehrung und unsere Jungs auch. Ja, die Uni sind schon hier. Auf Platz 3 von Düsseldorf, Henning Zernau, der Veranstalter der City Line von Zelle, immer noch selber im Rennsattel, gestern auch vorne auf der Rennbahn dabei, heute auf Platz 3 beim Deutschland Cup. 2 heutige Tage. Von den 10 Dorfer Eichhörnchen, Berlin, Norbert, Drieger. Ja, und souveräner Sieg, ein weiterer für ihn. Spitzenreiter im Deutschland Cup, Lars Erdmann, RV, Germania, Hamburg. Ja, hier kommt sie, der Weltmeister an der Spitze, Jens Schneeber. Warum schön? Ganz klasse. 3 und 4 Masters und 50. Glückwunsch auch von mir. Und viel Erfolg auch bei den Meisterschaften und den Rest der Saison. Schön. Ich rufe jetzt in der Landhaus zur Siegerehrung. Kommt schön. Erst die Neustadt.
Wollen wir gleich mal urteilen. Startliste steht diesmal. Kein Problem. Wird sofort geändert. Jawohl. Ja, muss sein, genau. Auf Platz 2 am heutigen Tage. Ja, unser Pechvogel vom Sprinter Bielefeld aus NRW, Jessica Landrath. Mama und Papa ebenfalls im Rennsattel. Und die gehen am heutigen Tage, die kommt aus der Radsport-Cross-Schmiede des RC Endsport Herford, ebenfalls aus NRW, die Spitzenreiterin im Deutschlandcup. Johanna Müller, ihr Vater ist auch gerade unterwegs bei den Senioren. Auch ganz vorne platziert im Deutschlandcup. Wir haben die Siegerin und Wolfgang Schmidt, der Schatzmeister von DGB Hannover, überreicht auch die Hochrunde und Medaille. Ja, Glückwunsch auch von mir. Schön, Andreas. Und die Siegerfotos natürlich geschossen. Euch schönen Heimweg und viel Erfolg für den Rest der Saison und bei den Meisterschaften. Kommt gut nach Hause. Schön. So, und noch 2 Runden für den Weltmeister, für Jens Schwedler. Hier kommt er, der Mann vom Stevens Racing Team, der Hamburger. Super, Jens Schwedler, die Startnummer 103. Und hier kommen die Verfolger. Robert Karasch hat aufgeschlossen. Ja, jetzt geht er vorbei. Der neue Hamburger Meister, die 110 von dem Pirate Team. An Michael Schmidt aus Berlin vorbeigefahren. Starke Fahrweise auch von ihm. Armin Eibler auf 4. Versucht Anschluss zu bekommen an die 2 vor ihm fahrenden Fahrer. Der ehemalige Straßenweltmeister und deutsche Straßenmeister. Aus Blau-Weiß-Buchholz in der Nordheide, Yami. Gestern Sieger beim Rennwagen-Kurs, Lars van der Sloot. Der deutsche Ex-Meister, Stadtwerke Team Bremen, auf Platz 5. Und hier kommen sie und weit auseinandergezogen. Auf Platz 6 mit der 106 Hans-Peter Schmidt. Gunschau Racing Team Masters, René Stau und Dietmar Müller. Auf 7 und 8 liegen sie. Tochter Johanna, Siegerin bei den U17ern. Andreas Scholl auf Platz 9, der Hildesheimer aus dem Berner Cross Team. Ist dann Dritter. Auf Platz 9 liegt er, noch 2 Runden. Die 114 auf Platz 10. Oliver Gerking, der Bremer. Die 129 auf Platz 11, Carsten König, Platz 12, 13, 14 und 15, hier haben wir die ersten 15. Hier Oliver Gedecke, im November Sieger beim Rennbahncross von Grün-Weiß Hannover. 41 haben wir Marc Ilsemann vom RC Endsport Herford. U19
Gemeinsamer Start, ebenfalls 40 Minuten Fahrzeit. Auf Platz 5, der deutsche Ex-Meister Armin Reible, seines Zeichens Weltmeister und deutscher Meister 2009 und Lars van der Sloot, der deutsche Ex-Meister, auf 5. Andreas. So, für alle Fahrer, die jetzt letzte Runde. Runde. Deutschland Cup 2010, 2011 hier rund um den Meeresmuskel vom Mountainbike Club Hannover. Das ist ein Wünschspinner. Ab 41 Jahre mit der klaren Führung vom Weltmeister, jetzt später vom Steven Rehnsdorf-Gruppen Fahrzeug. Und nach diesem Rennen an das Rennen der Frauen, Elite und Junioren und Juniorinnen zu 19. Und auch für Olga Geneke und TV Förster aus dem Berner Cross-Team. Und Glück auch für Marc Ilsemann vom RCN Sport Erfurt. Komm, Carsten, den schaffst du noch! Das Rennen also, das Rennen der Frauen, der Elite und
Junioren U19 und Juniorinnen U19. Scheiße. Und die nächsten Fahrer sind die 112. 20. Laura Gappelt und Carsten König. Schön. Das ging ja dann doch einigermaßen, ne? Weiß ich schon, ne? Beim Bahnfahren ist doch immer wieder was anderes. War auch ein bisschen eingefahren. Ja, ja. Und jetzt eine aufgewärmte Jacke.